Ja, hallo allerseits. Willkommen zu meinem Video. Ich zeige euch heute ein Run in Lot, sprich Labyrinth des Schreckens. Wie ihr seht, buff ich mir ein Schriftroller der Grausamkeit und natürlich die Standard-Buffs, Charms. Ja, lass uns beginnen. Ich habe etwas Slacks. Ich sollte vielleicht die Grafik runterstellen. Und aufgrund von Traps nimmt es viele Ressourcen ab. Ja, schon ein bisschen besser. Wow, das war ein Riesenleck. Ah, das ist noch zu krass. Ich stehe noch weiter runter. Oh Mann, sieht schrecklich aus, aber ich müsste es ertragen. Wobei, der Grün der Schrecken sieht jetzt schreckhaft aus. Nicht so stark geleuchtet. Aber gerade wie vorher. Und hier direkt der erste Vorboss. Ich warte kurz, bis ich aus dem Kampf bin, dann nehme ich einen Heilrolle und dann buff ich mir meinen Crit und los geht's. Ich versuche so schnell wie möglich Stacks aufzubauen, vom Büro, damit ich meine stärkste Attacke benutzen kann. Jetzt am besten hinter mir chargen und leise. Und kritisch. Wenn ich dann krieg, wäre ich jetzt schon tot. Und Meisterwerk, das ist schon mal gut.
ich habe etwas viel Leben verloren, das heißt, deswegen warte ich wieder ein bisschen. Im Schnitt braucht man 15 Sekunden, bis man aus dem Kampf ist. Also. Und kriegt da vorne und auf geht's. Bei 70% geht die zum ersten Mal rot, sprich die Beine werden rot ausweichen. Jetzt springt die. Versuchen weiter Stacks aufzubauen und die Attacke dann benutzen. So, jetzt. Gerade wieder unkritisch. Jetzt macht ihr genau die Sprünge. Wenn man jetzt schnell genug war und auf 30% gesagt ist, überspringt man die nächste Phase. War ich leider nicht. Deswegen geht sie nochmal rot. Sprich, man muss wieder ausweichen. Jetzt. Aber jetzt ist das gleiche Spiel. Hier schaue ich, je nachdem wie viel Leben ich habe, renne ich durch oder bleibe ich stehen und mache die Mobs hier. Ich habe jetzt halbes Leben, das heißt, mir ist genug. Deswegen renne ich direkt zum Boss und die Mobs kommen einfach mit. Das interessiert mich danach nicht. So, wieder Crit Buff, eine Sekunde, jetzt. Stacks aufbauen. Oh, jetzt bin ich vor dem Porten. Schöner Crit. Aber leider etwas zu selten. Das war's. Das waren die ersten drei Vorbosse. Nicht besonders schwer. Sogar mit meinem Crit. Ich bin jetzt ungefähr eine Woche 60. Also nicht besonders lang. Wie man sieht, habe ich nur zwei Sachen Meisterwerk. Davon die Waffe. Was sehr schwer von 11 auf 12 ging mit 7%. Und jetzt die Handschulze, die ich heute Meisterwerk gebracht habe. Das heißt, ich farme jetzt, um sie zu verbessern. Versuche jetzt einfach mal. Und zwar, ja, ich habe jetzt, ich denke mal, für einen Versuch genug Meisterwerk gesammelt. Okay, ist. Ja, das sollte reichen. Leider nicht. Macht nichts. Nun gut, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder.